meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben es heute Donnerstag und ich werde jetzt gleich losfahren zum Diakonie diesen Gutschein abholen. Es ist nämlich schon 10:30, die machen bis um 12 zu, aber ich gehe lieber jetzt schon mal hin. Und danach werde ich mit meiner Mutter nach Bad Münder fahren zum Zahnarzt, nicht für mich, sondern für sie. Und dann schauen wir mal, was da so noch weiter an dem Tag passiert heute. Nachher muss ich ja heute Abend, diese scheiß Einladung da, shit. Aber mal gucken, ob ich da hinfahre. Ich werde mich jetzt, ich will jetzt Zähne putzen und schminken. Also viel Spaß, bis gleich. Hallo meine Lieben, ja, es ist eine ungewöhnliche Position, die ich gerade einsetze. Ich war gerade einkaufen, ich war mit meiner Mutter, glaube ich, hier gerade in Bad Münder, beim Zahnarzt zumindest. Die ist zumindest beim Zahnarzt, sie ist jetzt hier im Auto und war ganz kurz bei MP und ja, ich habe euch ja, warte mal. Dieses Videos mache ich ja auch wegen, ja, anfangs war es so, dass ich diese Videos gemacht habe, um zeigen, wie man abnimmt. Aber es ist mir ganz, ganz schnell klar geworden, dass das nicht so ist, sondern einfach nur so als Spaß. Natürlich nehme ich auch, zumindest will ich abnehmen. Aber das ist halt nicht so einfach mit einer, ja, vor der Abnahme habe ich sehr viel Süßigkeiten gegessen, wirklich, ja, sehr, sehr viel Süßigkeiten. Und jetzt ist es halt so, dass ich immer noch mit Süßigkeiten in Kontakt komme, ist ja klar, jeder kommt das. Und es ist halt nicht so einfach und deswegen habe ich leider dummerweise heute wieder zugeschlagen. Bin mir selber ein bisschen unsicher, ob ich das jetzt zeigen soll oder nicht. Ich mache es einfach, weil, ja, das ist halt mein Leben. Also, ich lege euch mal hier ab. Sieht ein bisschen komisch aus jetzt, aber... gut. Aber gucken schon hier, aber das ist mir egal langsam. Also fangen wir mal an mit einer sehr ungesunden Sache und zwar Nuss-Nougat-Creme. Jetzt
Diese hier? Ich war bei MP, ne? Gott, das ist schön. Ja, egal. Da habe ich zwei Brötchen. Dann eine Liter Milch nochmal, ne? Ich hab ja nicht genug Milch. Ja. Und jetzt kommen die Süßigkeiten. Und zwar einmal habe ich hier Schokofresh. Ich habe das noch nie gegessen. Ich habe das bei einem YouTuber, den sehr berühmten Tanzverbot, gesehen, dass der das auch mal ein Video gezeigt hat, dass er das eingekauft hat. Und ich wollte es auch mal einmal probieren. Vielleicht schmeckt es mir auch gar nicht. Also hier einmal Schokofresh. Ja. Und einmal Kinderpingui. Es ist ungewohnt hier. Und als guter Letzt für 1,9. Mein Gott. Für 1,88 im Angebot, sonst wäre es 2 Euro irgendwas. Milka, die ganz große Tafel mit Oreo. Habe ich auch noch nicht mal gegessen. Dann esse ich immer die normale. Genau. Das war jetzt mein nicht so guter Einkauf. Und alle Leute beobachten mich gerade, was macht die Alte da? Naja, was soll's. Ich packe die alles mal ein. Insgesamt habe ich da nur 7 Euro ausgegeben. Wow, finde ich ganz schlecht. Nicht schlecht. Ja, normalerweise, ich weiß immer so, sollte ich nur Katzenschreu kaufen. Aber die hatten da keinen Katzenschreu. Zumindest nicht das, was meine Katzen benutzen. Zumindest immer Katzenschreu, das klumpt. Und das nehmen wir nicht. Wir nehmen immer das Katzenstreu, das, das nicht klumpt. Das ist für mich persönlich besser. Genau. Jetzt warte ich hier noch, bis meine Mutter wiederkommt und schaue mir die Leute an, die mich angucken, als wäre ich bescheuert, wenn ich in die Kamera spreche. Aber ja, doch, eine Sache habe ich vergessen. Und zwar habe ich hier noch eine Mango. Ja, eine Sache, gesunde Sache. Guck dir das mal an. Eine gesunde Sache. Geil, ne? Ja. Aber die habe ich selbst nicht gekauft. Die hat meine Mutter mir gegeben. Genau. Sonst, was mache ich heute noch? Ja. Dieses Seminar da, diese Einladung da, diesem Quatsch, was der Opa da, der Arzt dann mir erzählt da. Ist das echt gewesen so? Ja. Echt so chronische Unlust dazu. Aber, naja, gut. Ja. Mal schauen, ob ich da hingehe. Ich hab mich ja jetzt so angemeldet, habe ich mich eigentlich ja gar nicht so richtig. Ja, mal schauen. Eine Einladung habe ich zwar bekommen, aber man muss die Einladung ja nicht annehmen. Mal gucken, ob ich das mache. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Gut, meine Lieben, bis gleich. So, meine Lieben, ich bin jetzt wieder im Badezimmer. Ich weiß, das ist nicht so schön bei manchen, aber manche finden das toll. Von daher, ja, es ist einfach einfacher, hier mal ganz kurz vor der, hier im Badezimmer ganz kurz zu stehen, anstatt irgendwo, wo es dann noch unvorteilhafter aussieht, zumindest auf dem Bett beispielsweise oder auf dem Sofa. Dann ist ein Doppelkinn. Und deswegen mache ich das lieber hier. Genau. Ich bin ganz stolz auf mich. Auf zwei Sachen. Und zwar habe ich ja vorhin gezeigt, dass ich Süßigkeiten eingekauft habe. Und zwar muss ich dazu sagen, klar, muss ich mich nicht rechtfertigen, weil das ist ja, muss ich ja nicht. Das ist ja mein YouTube-Kanal und das mache ich, was ich möchte. So eine Art, ne? Aber es war so, dass ich natürlich selber enttäuscht war. Als ich diese Ausmaßen an Süßigkeiten gesehen habe, habe ich dann erst gemerkt, als ich gefilmt habe, ach du Scheiße, was hast du denn da schon wieder für Süßigkeiten gekauft? Ich muss dazu sagen, wie gesagt, dass ich die Kinder Fresh da einmal probiert habe und es ist nicht meins. Und ich hatte auch meine Nachbarin gefragt, weil die kommt nicht aus Deutschland. Ich glaube, er kommt ja aus Amerika, nicht Brasilien oder Brasilien, glaube ich, in dem Dreh rum, da unten zumindest. Oder Ecuador, Costa Rica, Ecuador. Ich war irgendwo, ja, Ecuador, genau, er aus Ecuador. Genau. Und die kannte das auch nicht. Ich habe gesagt, ob sie das gerne haben möchte. Da haben wir zusammen probiert. Und sie mochte es, ich nicht so. Und dann hat sie gesagt, ja, nimm sie mit. Dann hat sie auch noch die Müsli bekommen, ne? Und was hat sie noch bekommen? Ja, das hat sie, das Müsli da, diese Vitalis Knusper Müsli hat sie auch bekommen.
Aber wenn sie sich freut darüber, dann kann sie doch haben, ne? Also ich wenn sie jetzt so viel Zuckerinhalt isst, dann ist in Ordnung, kann sie es haben. Sie ist ganz, ganz schlank. Von daher, genau. Das habe ich schon mal losbekommen, dieses Schokofresh. Dieses Hühner Pinguin habe ich noch im Kühlschrank. Und ich hoffe, das bleibt auch ein paar Wochen da liegen. Oder ein paar Tage wenigstens. Wochen nicht, paar Tage. Ich hoffe es zumindest. Genau. Und die Schokolade und diesen Schokoladenaufstrich. Ne? Dieses Nusspli-Ersatz oder Nutella-Ersatz. Ne? Das habe ich. Ich kann es euch jetzt nicht zeigen. Aber unter meinem Bett. Ich habe ja kein Bett richtig. Das ist ja ein Sofa. Das sagen so. Ausgezogen ist, ne? Also mit dem Bett, also mit dem Sofa kann man auch drauf schlafen, ne? Wie ich es ja auch gerade mache mit zwei Matratzen. Ist auch sehr bequem und ich musste halt unter diesem Bett oder unter dem, ist ja so eine, wenn man die Kasten aufmacht, ist da noch so ein Fach, dass man da irgendwie hier Bettlaken oder Kissen reinstecken kann. Ich hatte da mal eine Truhe drin. Hört sich wirklich lustig an, ist aber so. Ich habe in einem Video mal erzählt, gezeigt, dass ich meine Süßigkeitenbox, die war leer, klar, ich bin halt ich, und da habe ich jetzt die Schokolade, diese Milka Oreo, habe ich dann da reingepackt und halt diesen Aufstrich, habe ich dann da reingepackt und alles wieder zusammen gemacht, also alles wieder zugemacht, die Matratzen drauf, und wenn ich jetzt wirklich Japp auf Süßes habe, müsste ich aufstehen, diese Matratzen wegnehmen beide und halt diese Kiste aufmachen. Aber da, bis dahin habe ich keinen Bock mehr. Von daher ist es nämlich sehr gut, dass die sehr unten, also sehr versteckt ist sozusagen, dass ich nicht so schnell daran rankomme, wenn ich jetzt den Kühlschrank aufmache und dann die Süßigkeiten sehe. Es ist ja meistens so, dass ich, oh, Süßigkeiten, ja, nehme ich mal was. Und dann denke ich nicht an die Punkte, nimm mal einfach. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache zum Abnehmen. Also ich habe was gekauft, was ich jetzt zur Zeit nicht esse, aber im allernächsten Notfall habe ich dann doch noch was im Petto, wenn es ja wirklich manchmal nicht mehr geht und ich brauche unbedingt was Süßes, dann hätte ich ja noch was. Das ist immer so, wenn ich, weiß ich nicht, das fühlt mich einfach wohler, wenn ich dann im Notfall doch was hätte. Das habe ich ja, genau. Und ein paar Kommentare. Ja, ich erzähle es einfach so. Ich habe viele Kommentare von letzten Video bekommen, dass ich ja mit anderen YouTubern mal Videos zusammen machen möchte. Also, ihr möchtet das? Ich, ah, klar. Ich wäre zu sehr, also ich bin dafür bereit. Na klar, kein Problem. Das ist eins gewesen. Dann waren andere Kommentare, also es waren drei auf einmal. Ich habe jetzt nicht alle Kommentare, wenn die Kommentare gleich sind, dann stelle ich nicht alle. Mache ich nicht alle freigeben, sondern mache dann vielleicht nur eins oder zwei oder bin überhaupt, ne? Und zwar war ein Kommentar, oder drei, dass ich die Maske falsch aufgetragen habe. Also diese irgendeine Maske, die ich hier aufgetragen habe gestern. Dass das so jemand, also dass ich noch nie jemand gesehen hat, der so eine Maske aufträgt. Das waren drei Leute, die das so gesagt haben. Leute, ich habe auch noch nie gesehen, wie andere Leute eine Maske auftragen, weil Beauty und so ein Kack. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich bisher noch nichts am Hut gehabt. Ich habe ja die bekommen von meinen Zuschauern oder meinen Abonnenten und möchte die auch gerne, ja, dass die das sehen, dass ich es auch benutze. Nicht, dass sie da denken, ja, ich habe sie ihr geschenkt oder zumindest, ja klar, mir geschenkt und sie benutzt es gar nicht. Das ist auch blöd. Von daher habe ich mir halt so gedacht, dass ich das wenigstens vor der Kamera zeige. Und wie ich das sage, ist ja bitte meine Entscheidung. Also, ob ich jetzt die Maske so ins Gesicht streiche oder mit so, ist ja auch Latte. Hauptsache, sie wirkt. Wenn sie wirkt, weiß ich ja nicht. Mein Gott, ich merke das jetzt keinen Unterschied. Ich habe immer noch ein Pickle-Face. Ab und zu mal hier unten. Aber, mein Gott. Ich mache das ja alles nur als Gag oder zumindest so. Gestern war wirklich heftig, zumindest wie es aussah zumindest. Aber heute habe ich jetzt keine Maske drauf, keine Angst. Und ja, aber ihr könnt da ruhig kommentieren. Das ist mir auch gar kein, also ich nehme das halt auch nicht als Kritik auf oder so. Das macht mir nichts, ne? Ich, na klar, es ist wahrscheinlich jetzt nicht so wie Beauty, mit hier, wie heißt sie? Beauty Palace, ne? Bibi Beauty Palace. Dass sie das macht, perfekt, das ist natürlich perfekt. Na klar. Aber ich bin auch nicht Bibi, sondern China.
Von daher alles in Ordnung. Was war noch ein Kommentar? Ach, die Kommentare häufen sich manchmal. Und zwar immer, dass ich so aussehe, ja, aussehe nicht, dass ich so lebe oder so rüberkomme, so lebe. Manchmal kommt das rüber, als würde ich so leben wie Tanzverbot. Ich gucke mir diese Videos von ihm ab und zu mal an. Also ich habe ihn seit kurzem abonniert, seit dem Lied da, Zahnlücken Johnny oder so. Und seitdem sieht man natürlich auch in meiner Abo-Liste, dass ich den abonniert habe. Glaube ich zumindest, ja, wahrscheinlich. Und dann kam immer eine Person, immer wieder das Gleiche. Ja, du siehst ja, du siehst nicht so aus, aber du lebst ja auch schon wie Tanzverbot. Und du bist, kommst auch so rüber. Ja, mein Gott, was ist denn daran so schlimm? Also, es ist ja jetzt kein schlechter YouTuber, hallo. Das ist einer der mit der berühmtesten YouTuber in Deutschland. Also, was soll denn daran schlecht sein? Und ich habe mir heute ein Video angeschaut von ihm, dass er seine Wohnung gezeigt hat. Ja, Leute, also, was soll ich sagen? Jeder kann auch selbst entscheiden, wie er lebt. Wenn er sich dann so, wie er wohnt, der ist jetzt auch nicht die Bruchbude. Es gibt, ich habe Schlimmeres gesehen. Ich hab in der Reinigung gearbeitet, Leute. Das war nichts, was er da gezeigt hat. Viel schlimmer, gibt es viel, viel schlimmer. Er hat gezeigt, dass seine Küche wäre nicht richtig aufgeräumt. Ja, muss man froh sein, dass er eine Küche hat. Ich habe noch nicht mal eine Küche, ich habe eine Spüle und zwei Herdplatten, ja. Das ist dann, bei mir ist es nicht perfekt sauber, nein. Ich will jetzt aber auch nicht so aus wie bei Tanzverbot, das ist aber auch nicht dramatisch. Aber und dann ist es halt so, wenn er sich dann so wohlfühlt in seinem Zuhause, in seiner Ordnung, ist es ja vielleicht in Ordnung. Und er sagt ja auch selber, dass es ein bisschen unordentlich ist bei ihm manchmal. Aber mein Gott. Und er hatte auch mal gesagt, dass er, glaube ich, auch von der Sonderschule kommt, zumindest so. Oder zumindest ganz viele andere Sachen. Oder zumindest haben mir auch Leute gesagt, dass ich so auch so rüberkomme. So, dass mir das scheißegal ist, was andere immer nicht denken. Oder auch, dass ich einfach frei Schnauze rede. Das ist ja auch so. Also mir ist es egal, was andere denken. Und das ist ihm wahrscheinlich auch, sonst würde er ja nicht diese Videos hochladen. Beispielsweise mit das, was er isst. Oder manche anderen Sachen. Oh Gottes Willen. Das ist ja auch so. Wie heißt das hier, dieses mein Einkauf vom... ne? Das ist ja auch Kult in YouTube. Ne? Manche machen das ja nach. Aber mein Gott, habe ich denn mein Haar oder was? Mein Gott. das ist halt eben so. Aber ich finde deine Videos jetzt nicht schlecht oder so. Ich gucke deine Videos sehr gerne und wenn wir uns ähneln, dann ist das eben so. Also körperlich und zumindest äußerlich sehen wir uns jetzt nicht ähnlich. Zumindest ist beides ein bisschen übergewichtig. Also ich doppelt, dreifach so viel wie er wahrscheinlich. Ja, aber das ist halt auch kein Weltuntergang, ne? Und dass ich dann auch so, also die eine Kommentar, dass ich so enden werde wie Tanzverbot, ne? Bald wirst du so sein wie Tanzverbot. Geil. So viel Abonnenten, ja, wie viel hat er jetzt? Weiß ich nicht mehr. 500.000? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. 2,5. Ich bin mir da nicht sicher. Ich gucke nicht, hier jetzt nicht. Zumindest die Abonnenten habe ich nicht geguckt. Er hat zumindest so ein, wie heißt das denn? So ein Abzeichen. So eine Urkunde bekommen hier, so ein, ja, wie nennt man das denn hier? So ein Bilderrahmen bekommen von YouTube persönlich. Also er hat irgendwie 150.000 oder 150.000 Abonnenten oder so. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Das werde ich nie erschaffen, nie. Und das ist auch ganz ehrlich nicht der Sinn meiner YouTube-Karriere. Nein, nein, nein. Ich freue mich über jeden einzelnen Abonnenten, der mir nicht verrückte Nudeln zuschaut. Wirklich, das macht ja auch Spaß. Auch wenn ich natürlich nicht perfekt bin und im Badezimmer drehe, weil ich das am besten finde und das andere nicht so toll mögen. Ich weiß. Ich werde auch nicht immer im Badezimmer sein. Ne? Aber das ist halt für mich persönlich am einfachsten, damit ich nicht so, ja, so fett aussehe. Genau, mein Lieben. Also, wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen
Freitag, also guten Start in dieses Wochenende. Dieses Wochenende werde ich eigentlich nicht viel machen. Auf jeden Fall werde ich am Samstag die Hauswoche machen, bei jemand anders. Und dann ja, werde ich halt gucken, was der Tag so bringt, so die Tage. Natürlich nehme ich euch mit. Ich habe mir immer gedacht, dass ich mal wieder so ein ganzes Wochenende mache, also so, Freitag anfange und Sonntag aufhöre, aber ach nee, dann vergesse ich wieder zu filmen und so bin ich gerade im Trott drinne. Das ist nicht besser so, genau. Eine Sache habe ich noch, bevor ich jetzt euch jetzt verabschiede, und zwar habe ich unten in der Infobox oder hier oben, egal, zumindest auf jeden Fall in der Infobox auch einen Link hingepostet oder hingeschrieben, ne? Das wäre ganz toll, wenn ihr da abstimmen würdet. Und zwar, ich weiß, ihr macht vielleicht keiner, aber das wäre auch nicht so schlimm. Und zwar bin ich ja in dieser Emmerdale Community jetzt nicht aktiv. Ich kann ja kein Englisch, aber ich lasse mich immer alles übersetzen. Twitter ist ja so nett und übersetzt das, also zumindest man kann da raufklicken und das übersetzt dann halt. Das ist ja sehr nett. Und ich habe auch mal was geschrieben und ja, irgendeiner von den wirklich großen Fans hat mich dann mal angeschrieben, ob ich denn nicht mal in meinen Videos, der guckt mich auch, also hat mich einmal geguckt wahrscheinlich, hat er nichts verstanden, ist auch weggegangen wahrscheinlich, weil er auf Englisch gefragt hat, ob ich denn nicht mal meine Zuschauer fragen könnte, ob sie abstimmen könnten. Und zwar ist es, ich weiß es nicht genau wann, aber zumindest dieses Jahr ist es so, also in diesem Jahr noch, dass eine, ja, die Auszeichnung, die bei uns immer diese goldene Kamera oder irgendwas, was Oscars jetzt in Amerika, dass auch sowas in England ist. Und es gibt da ganz viele, die man da ankreuzen kann. Und einmal gibt es da auch Emmerdale als Serie, als Soap. Das wäre ganz cool, wenn ihr das ankreuzen würdet. Es kostet euch auch nichts, ihr müsst euch auch nicht anmelden. Es ist einfach nur eine Abstimmung. Also ihr müsst auch keine Daten da angeben, also keine, euren Namen nicht, eure E-Mail-Adresse, nichts. Ist einfach so. Das wäre ganz toll, also auf jeden Fall Emmerdale bei den Soap, Best Soap. Und da sind auch einmal runterscrollt weiter, wäre dann auch bei Emmerdale drei oder vier verschiedene Leutchen, die man anklicken, so vier verschiedene Leutchen, also mit Personen, die man anklicken sollte. Und am besten wäre es, also ich würde mich sehr freuen, wenn er für den letzten, bin ich mir sicher, nicht sicher, aber für Wine Hawley und Robert Zucken, ich weiß, es ist falsch ausgesprochen, abstimmen wird, weil er ist ein sehr, sehr toller Schauspieler und er hat sehr wenig, relativ wenig, aber ja, das hat er mich gefragt. Und ich meinte natürlich, frage ich meine Zuschauer, ob die da mitmachen können. Es kostet ja euch ja nichts und ihr braucht euch nicht anmelden, wie gesagt. Das würde mich sehr freuen. Also, ich habe ja erzählt, dass ich heute wäre das ja gewesen, dass ich zu diesem Seminar, Vorlesung, was das auch immer sein soll, da eingeladen wurde von meinem Hausmeister. Wir sind drei Ölen bekommen und ich bin nicht hingegangen. Ich habe meine super Community aus Instagram, haben mich da abgestimmt und wirklich mehr als die Hälfte, also glaube ich so drei Leute oder vier, fünf Leute, ich habe da gefragt, ob ich da hingehen soll oder nicht, ob ich was bezahlen muss, wenn ich nicht hingehe. Und drei oder vier Leute haben geschrieben, also haben angekreuzt, ja, ich muss dahin. Und 25 bis 30 Leute haben geschrieben, nein, ich muss da nicht hin. Und ich bin auch nicht hingegangen, Leute. Ich habe mich nicht abgemeldet. Ich muss mich auch nicht abmelden, ne? Finde ich persönlich. Ich hoffe es zumindest. Jetzt ist es so, weil ich ja, dass mein Hausmeister ist. Ja, es ist nur mein Hausmeister. Eigentlich kann der mir gar nichts, ne? Aber trotzdem, ich will von jedem Menschen so ein bisschen Respekt, ne? Und jetzt habe ich jedem Mucken oder Zucken, denke ich, es klingelt gleich und er beschwert sich, ne? Also ich habe schon im Dunkeln Fernsehen geguckt, das mache ich sonst nie. Ich mache immer mit also Licht an, das habe ich schon im Dunkeln Fernsehen gucken. Das ist wirklich bescheuert, ne? Aber ich habe es auf jeden Fall so gemacht, dass ich heute nicht dahin gegangen bin,
da ich einfach keine Lust hatte. Wirklich, ich war so unmotiviert dahin zu gehen, weil es hätte mir überhaupt nichts gebracht. Im Gegenteil, ich hätte mich dann eher noch eher bequatschen lassen, als ich nicht, ne? Also ich hätte mich sehr bequatschen lassen und hätte dann vielleicht nur, ich hätte es nicht gemacht, aber ich hätte dann einfach mal alles falsch angegeben. Ich habe das auch schon einmal gemacht. Ja, das sollte man nicht, aber ja, ich bin auf jeden Fall nicht hingegangen. Ich habe keine 3 Omega-3-Fettsäuren Öl gekauft. Warum soll ich auch damit? Kann ich in Penny oder nach Lidl gehen und Rapsöl kaufen? Habe ich genauso viel davon, finde ich persönlich manchmal. Genau, ich bewege mich so oft. Das Einzige, was ich noch sagen wollte, ist, und zwar meine... Wir essen heute. Und zwar habe ich ja heute Morgen... Bin ich ja relativ spät für mich aufgestanden, um 9. Das ist relativ spät für mich persönlich. Weil normalerweise stehe ich ja gerne früh auf. Und es war heute um 9. Auf jeden Fall habe ich dann diesen Eiweißshake. Hier, das da. Habe ich immer noch hier stehen, aber es will ja keiner von euch. Auf jeden Fall diesen hier. Vanillesahne. Das hat 3 Punkte. Ohne Milch. Und mit Milch 7 Punkte. Es geht. Ne? Und aber in Vanillesahne mit Nuss, Schokonuss kriege ich nicht runter. Das steht hier noch und es wird auch immer hier stehen bleiben, wenn es keiner haben möchte. Auf jeden Fall habe ich das getrunken mit so ein bisschen Chiasamen. Mit den Chiasamen, mit die Leute hier, Kollege, sag ich schon. Abonnentin, die mir diese Chiasamen gekauft hat, hat sie sehr gut gemacht. Echt, das schmeckt wirklich geil. Also ich meine, es hat keinen Geschmack an sich, aber diese kleinen Körnerchen, Hammer. Ich kann mir das nicht leisten, das nochmal nachzukaufen. Aber ich habe da auf jeden Fall noch was stehen. Dankeschön. Und ich auch an allen anderen. Aber danach, als Mittagessen, was habe ich da gegessen? Brötchen. 2 Brötchen. Ein Brötchen mit Salami, eine Scheibe Salami mit einer Mortadella, genau, das war's. Und als Abendessen habe ich Kohlsuppe gegessen, oder esse ich gleich. Wir haben es jetzt schon, 23 Uhr, ich weiß, man sollte spät abends nicht mehr essen, aber die Kohlsuppe hat ja gar keine Punkte, ne? Genau, von daher esse ich die jetzt gleich noch. Und, ja okay, weil zwischendurch habe ich halt ein Stück wie heißt denn das nochmal, Kinderfresh habe ich da gegessen. Von daher hat das ja auch 4-5 Punkte, dieses kleine Ding da, was überhaupt nicht schmeckt. Muss jeder selber wissen, aber ich habe mir da was anderes vorgestellt. Aber gut, ich habe es probiert und weiß hier, dass es mir nicht schmeckt. Ist halt so. Genau, meine Lieben. Genau, meine Lieben, jetzt höre ich aber auch zu quatschen und wünsche euch einen wunderschönen Tag noch und bis morgen. Tschüss!